Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Festival TV Achtung Berlin. Wir haben heute wieder zwei Filme für euch. Den Anfang macht Vergrabene Stimmen. Buch und Regie und auch die Hauptrolle sind von Numan Acar. Nach 8 Jahren kommt Khan aus dem Gefängnis heraus. Doch das Leben um ihn hat sich verändert. Seine Mutter ist verstorben, sein Vater hat sich abgekapselt. Und seine Freunde leben mit der gleichen Lethargie, Aggressivität und Richtungslosigkeit in den Tag hinein wie zuvor. Auch sein Neuanfang gestaltet sich schwierig. Ohne Job keine Arbeit, ohne Arbeit keinen Job. Mo, sein Freund, gespielt von Stipe Erzeg, der Einzige, der sein eigenes Geld verdient, verschafft ihm Kontakte in die Unterwelt. Am Grabe seiner Mutter beobachtet er eines Tages eine junge Frau, die Kassetten vergräbt. Aufnahmen von Selbstbetrachtungen, die ihm sehr vertraut sind. Und ich freue mich, dass wir hier jetzt Numan Acar und Kida Ramadan begrüßen. Hallo. Hi. Ja, du hast auch die Produktion gemacht und hast auch noch die Hauptrolle geschrieben. Das ist eine Herzensangelegenheit, die du da uns zeigst. Was war es an der Geschichte, die ja auch auf wahren Begebenheiten beruht, habe ich gelesen. Was war es, was dich angestachelt hat, was du erforschen wolltest? Also erstmal hat mich die Geschichte eigentlich immer begleitet. Und dann, als ich hatte ein Vorleben vor dem Film. Und erst als ich so in diese Filmbranche kam und auf verschiedenen Filmsets war, viele Drehbücher gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich kann auch so ein Drehbuch schreiben. Ich habe auch genug Sachen erlebt und gesehen. Und dann ist, natürlich schreibt man erstmal etwas, was man sehr, sehr gut kennt, wo man die Figuren genau weiß, wie die Figuren funktionieren, was sie sagen. Und dann ist natürlich dann als erstes diese Geschichte entstanden. Ich schreibe aber noch weiter, habe jetzt auch noch andere Geschichten geschrieben, die hoffentlich bald auch realisiert werden. Und das sollte mein erster Film werden. Und der Film ist komplett unabhängig produziert. Du hast dafür extra eine Produktionsfirma gegründet, glaube ich? Nee, ich hatte vorher schon eine Produktionsfirma. Ich habe eigentlich seit 7, 8 Jahren eine Produktionsfirma und habe immer wieder kleine Sachen produziert. Und daher habe ich auch so das Know-how. Und hast damit auch bekannte Darsteller dir an Land geholt. Kida spielt einen deiner Freunde. Ansonsten ist auch Julia Dietze mit dabei. Stipe Erzeg hatte ich schon erwähnt. Ralf Herford spielt auch einen Untergrund-Boss, Unterwelt-Boss. Ja, das war so eine Synergie, die sich ergeben hat, Kida zu bekommen für den Film. Aber auch Julia Dietze, Stipe oder Ralf Herford. Und das hat aber, ich meine, das hat sehr, sehr viel mit dem, auch mit dem Buch zu tun. Die Schauspieler schauen sich dann so ein Buch insgesamt an. Und ich glaube, dadurch, dass halt alles so authentisch war und sehr, sehr detailliert geschrieben war, zieht das dann natürlich auch einen Schauspieler an. Der Film ist, das ist auch bewusst und gewollt, so sehr düster. Also es gibt für sämtliche Figuren eigentlich keine Läuterung oder nicht wirklich greifbare Hoffnung. Würdest du das auch so sehen? Ja, ich glaube, meine Rolle speziell, also ich habe das Buch gelesen und ich kenne Numan sehr lange und man ist gleich in der Geschichte drin und so. Und na klar, wie du sagst, es ist sehr schwarz, sehr düster, aber es hat so, es ist sehr warm. Man ist an den Figuren dran. Meine Figur, finde ich, hat so ein bisschen Hoffnung. Man sieht mich mit meiner Frau und den zwei Kindern unter Druck, treffe ich ihn auf der Straße, ja, so was los. Und
Also, also meiner Figur ist da noch so ein bisschen Hoffnung drin. Na klar, aber das ist die Realität, was Numan da gezeigt hat in dem Film. Es gibt ehrlich Menschen, die haben keine Hoffnung und die gehen auf das Ziel los und sagen, wir leben nur in den Tag hinein. Weißt du? Und sowas gibt es. Numan ist aus Wiesbaden und ich bin aus Berlin. Und das ist, überall gibt es diese Ghettos. Jetzt in Kreuzberg halt nicht mehr so, aber dass die Leute ehrlich teilweise damals keine Hoffnung hatten und einfach in den Tag reingelegt gelebt haben. Damit wir uns mal eine Idee von dem Milieu auch verschaffen, schauen wir uns gleich mal den Trailer an. Immer Gedanken, die um deinen Schwanz machst, Omar. Desto weniger machst du dir um das Geschäft. Nur du musst etwas wagen. Wenn du bestehen willst, du pseudo-intellektuelle Schule, Arschloch. Sie haben mich gerufen, Mr. Omar. Was war gestern los? Nichts, Mr. Omar. Ach so? Wenn das gestern kein Problem für Sie war, dann ist das ja auch kein Problem für Sie. Hier steht die Adresse. Schuldet meinen Freunden 3000 Euro. Kommen Sie nicht ohne das Geld wieder. Das mit dem schwulen Arschloch, das nimmst du zurück. Was ist? Nichts. Ich hab doch gesagt, das ist meine Zeitung, ihr Ziegenficker! Viel Spaß. Schwule Sau, Alter. Mein Einzug kaputt gemacht. Du sollst mich Bei aller Aggressivität und auch ja, ständigen Gewaltbereitschaft, die man auch aus dieser Szene erkennen kann, ist aber auch sehr viel Poesie in dem Film. Schon allein diese Bilder der Titel, die vergrabenen Stimmen und dass jemand Tonbänder in ein Grab legt, hat so eine poetische Ebene. War dir das schon beim Schreiben klar? Und was war der Hintergrundgedanke dafür? Also erstmal ist für mich diese Aggressivität, von der du sprichst, das ist nicht meine Intention, so eine Aggressivität zu erzeugen. Und ich glaube auch, dass die Figuren zwar so handeln, aber ich meine, dass ich darunter eine Wut und diese Wut beruht aus der Perspektivlosigkeit, genau. aus der sie stammen. Und ich denke, das sieht man in allen Figuren, dass da so eine, die sind lost. Mhm. Und dadurch, dass man nicht weiß, inwiefern man das kanalisieren soll, weil es eben keine Perspektive ist, bewegen sich die Figuren auch im Kreis. Und da ist natürlich Aggression ein Mittel, ein Ventil, aber auch Kraftlosigkeit und sich seine Lethargie ergeben. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr oft, wie Kieler schon gesagt hat, ob das jetzt in Wiesbaden ist, in Frankfurt ist, in Berlin oder in Hamburg ist, was ich überall sehe, was auch für mich natürlich dann ein Grund war. Ich komme hier in Berlin und sehe die gleichen Muster. Und zum Milieu. Mhm. Und die Romantik, das ist etwas, was wir alle in uns drin haben. Oder die Poesie, aber man tut sich sehr schwer damit, diesem, wenn wir jetzt diesen Begriff Ghetto, was ich eigentlich nicht schön finde, benutzen, was sogar oder was auch da natürlich stattfindet, da ist auch eine gewisse Poesie und eine Romantik da. Sie kann aber nicht erlebt werden, sie kann auch noch nicht mal ausgesprochen werden. Und dadurch ist natürlich auch dann diese Idee dazu gekommen, wie kann ich etwas zeigen, was nicht ausgesprochen werden kann. Das waren schon wieder unsere 10 Minuten. Super. Aber wir hoffen, dass wir euch damit ein Appetithäppchen gegeben haben. Herzlichen Dank fürs Kommen, Numan Acar und Kida Ramadan. Danke für die Einladung. Und wir machen jetzt weiter mit den Kollegen vor Ort.